Der Dokumentarfilm «Les Nouvelles F» ist ein Kollektivfilm mit 6 verschiedenen Regisseurinnen, die daran mitgeschafft haben. Und die haben alle 6 verschiedene Frauen porträtiert aus der Schweiz. Und es zeigt eigentlich so ein bisschen die Lebensrealität von diesen 6 Frauen und stellt es wie so ein bisschen in einen grösseren Zusammenhang. Durant mon enfance, j'ai commencé à relever beaucoup de petites remarques qui m'ont sans le savoir affectée. Courir comme une fille ou tous les dérivés tels que lancer comme une fille ou tirer comme une fille, pleurer comme une fillette, ces trucs de gonzesse et d'autres associations péjoratives au genre féminin. Ainsi, j'ai commencé à voir cette féminité comme un signe de faiblesse, de niaiserie, d'émotivité et de fragilité. Bei diesem Projekt war es noch speziell, dass es eben recht 6 verschiedene Regisseurinnen sind. Es gibt zwar einzelne Filme, aber die sollen nicht als einzelne Kurzfilme erkennbar sein. Und darum war es wie wichtig, dass es eine einheitliche Sprache gibt, von der Bildsprache. Und aus diesem Grund haben sie sich auch entschieden, eine Kamerafrau, also die über das ganze Gesamte ein bisschen im Überblick hat, zu übernehmen. Ganz am Anfang kommen mal so recht nahe Porträts, dass ich sozusagen wie die Energie wie so ein bisschen aufgenommen habe von diesen verschiedenen Leuten und die transportiert habe. Weil die eine war viel hektischer oder viel mehr unterwegs gewesen und die andere ein bisschen gemächlicher. Also nur schon so ein bisschen die Sachen sind dann Feinheiten vielleicht. Also mir geht es eigentlich nie darum, zum einfach draufheben, sondern ich suche immer wieder die Bedeutung. Wie kann ich das, was passiert vor der Kamera, so umsetzen, dass es eine Bedeutung kriegt, durchs Bild. So. Der rote Faden von den Protagonistinnen, die jetzt im Film vorkommen, sehe ich eigentlich dort, dass sie probieren, so ein bisschen dem Rollenmodell oder den Rollenverteilungen, die es gibt zwischen Mann und Frau, so ein bisschen Schritt für Schritt entgegenzuwirken. Also es gibt so wie gesellschaftliche Normen oder gesellschaftliche das gesellschaftliches Denken, das es einordnet zwischen was muss ein Mann sein und was muss eine Frau. Und sie versuchen da wirklich ihren eigenen Weg zu finden, mit Höhen und Tiefen, und um da wirklich daraus herauszufinden. Eine Protagonistin, recht gegen den Schluss des Films, Sophie, sagt, dass sie, ob es da passt oder nicht, wir sind wie alle Teil von dem Ganzen. Oder vielleicht ist es jetzt an der Zeit, um mal aufhören mit diesen Machtverhältnissen. Und jetzt wäre es doch Zeit, um sozusagen zusammenzuarbeiten. Und das ist mir irgendwie wie geblieben und ich hoffe, dass das dann vom Film auch transportiert wird, dass man es wie zusammen schafft.